Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen im Digitalprogramm des Literaturhaus Berlin. Vielleicht geht es Ihnen heute Abend so wie mir, dass Sie sich in einer Zeit, in der alles anders ist und selten irgendwas besser zu werden scheint, besonders aufs literarische TZ gefreut haben. Denn das ist seit vielen Jahren eine Konstante im Programm und wird es hoffentlich noch viele Jahre bleiben, unabhängig von jedweder Pandemie. Denn die kritische und kluge Auseinandersetzung über Bücher brauchen wir zu allen Zeiten und jetzt ganz besonders. Ich freue mich also sehr, dass heute Abend hier live bei uns zu Gast sind Elke Schmitter, Jörg Barbarowski und Jens Biski und wünsche Ihnen allen einen schönen Abend. Ja, guten Abend. Mein Name ist Jens Biski. Ich bin am Hamburger Institut für Sozialforschung. Ich freue mich sehr, mit Elke Schmitter vom Spiegel und Jörg Barbarowski von der Humboldt-Universität heute über 5 Bücher zu reden. Und tausend Dank an das Team vom Literaturhaus Berlin, dass die Veranstaltung hier und so heute stattfinden kann. Wir haben ein paar Regeln rund um diese Veranstaltung. Die erste Regel ist, dass wir, wenn wir die Titel auswählen, über die wir sprechen, die Titel noch nicht kennen. Die Bücher. Wir verraten uns auch anschließend, nachdem wir sie gelesen haben, nicht, wie wir die Bücher finden, sodass wir an jedem Diskussionsabend überrascht sind. Und es gibt Phrasen, die je nach Person, was sie sagt, 5 € kosten. Wenn Elke Schmitter sagt, das sei nicht ihr Fachgebiet, muss sie 5 € bezahlen. Wenn Jörg Barbarowski behauptet, deutsche Historiker könnten nicht schreiben, muss er 5 € bezahlen. Und wenn ich mich in die preußische Geschichte flüchte und da Beispiele herbeihole, dann muss ich auch 5 € zahlen. Schauen wir mal, ob heute was ins Phrasenschwein kommt. Jörg Barbarowski, bitte. Ja, das erste Buch, mit dem wir es heute zu tun haben, ist Die Europäer von Orlando Feiges. Orlando Feiges ist Professor am Birkbeck College in London und beschäftigt sich eigentlich mit Russland. Das ist hier sein erstes Buch, das aus der russischen Sphäre hinausgeht. Im Grunde schreibt Feiges immer das gleiche Buch. Seit seinem Revolutionsbuch aus dem Jahre 1998 schreibt er eigentlich immer das gleiche Buch. Und das geht so, er schickt 3 Personen, schickt er durch verschiedene Situationen. Dann hat er 3 Quellen von 3 Personen und er schickt dadurch verschiedene Situationen und versucht daraus eine große Geschichte zu machen. Das ist seine Kompositionstechnik und die wendet er hier auch wieder an. Es geht um Pauline Viardot, ihren Ehemann, und um Ivan Turgenev, den berühmten russischen Schriftsteller, die eine Dreiecksbeziehung führen. Und am Beispiel dieser Dreiecksgeschichte möchte Orlando Feiges uns erzählen, was Europa in der Mitte des 19. Jahrhunderts gewesen ist. Vielmehr, er möchte zeigen, wie Europa als das, wie wir es jetzt kennen, entstanden ist. Im Grunde besteht das Buch aus mehreren Büchern. Es ist ein Buch über die Eisenbahn, also ein Buch darüber, wie der Bau der Eisenbahn die Europäer zu Europäern macht, indem sie einander nämlich besuchen können. Dann ist es ein Buch über die Oper. Und die Oper gewinnt in diesem Buch an Bedeutung durch die Eisenbahn, die Menschen von einem Ort zum anderen bringen kann. Und es ist schließlich auch ein Buch über den Tourismus, der auch mit der Eisenbahn verbunden ist. Und das zeigt er am Beispiel dieser 3 Personen. Am Ende ist es eben auch eine Geschichte Pauline Viardots und Ivan Turgenevs. Das liest sich streckenweise ganz amüsant, so wie alle Bücher von Feiges. Man erfährt viel darüber, wie die ersten Eisenbahnlinien gebaut wurden, welche Geschwindigkeit die Eisenbahn hatte, welche Orte man mit der Eisenbahn erreichen konnte. Man erfährt etwas, wie sich Kompositionstechniken von Komponisten, die Opern herstellen, verändern dadurch, dass sie jetzt an mehreren Theatern aufgeführt werden können. Und man erfährt darüber etwas, wie sich sozusagen der kulturelle Geschmack angleicht, dadurch, dass Menschen einander besuchen können, begegnen können. Der Subtext ist natürlich, das ist das europäische Erbe, das uns so teuer sein sollte und das wir nicht aufs Spiel setzen sollten. In seinem Vorwort geht er auf den Brexit ein und thematisiert das noch einmal. Die dunklen Seiten Europas kommen nicht vor in diesem Buch,
sondern es ist ein Buch über die europäische Hochkultur, ein Buch über den Adel, über die Russen, Franzosen und Briten, die nach Baden-Baden fahren, sich dort treffen und ein Leben als Europäer führen und Europa auf diese Weise überhaupt erst entdecken. Das macht Feiges ganz amüsant, aber wie immer bei den Büchern von Feiges hat man den Eindruck, dass das sehr beliebig ist. Man hätte diese vier Geschichten auch getrennt voneinander erzählen können und nicht immer leuchtete mir ein, wozu ich eigentlich über Iwan Turgenev so viel erfahren muss, über Väter und Söhne und über seine anderen Romane, die er in dieser Zeit schreibt und was sie eigentlich mit der Eisenbahn, mit der Oper und mit Europa zu tun haben. Das wird nicht immer so ganz deutlich. Feiges ist ein Meister der Anekdote, er erzählt gute Geschichten, daran ist er gut und er ist ein Historiker, der es versteht, gut zu erzählen. Ich will jetzt nicht darauf eingehen, wie seine Bücher komponiert werden. Damit habe ich ein wenig Probleme, muss ich sagen. Also für mich ist es eine ambivalente Lektüre gewesen. Und zum Schluss vielleicht noch, das Buch ist definitiv zu lang. Es hat Längen, es ist streckenweise, wiederholen sich die Figuren, die er hier aufführt, die Erzählfiguren. Und das fand ich zum Teil anstrengend und ermüdend. Sonst habe ich mich aber ganz gut amüsiert, wenngleich ich sagen muss, dass ich nicht viel Neues erfahren habe, was ich nicht schon gewusst hätte als Historiker. Ja, ich muss sagen, dass ich mit dem Buch nicht viel anfangen konnte, obwohl ich mich eigentlich dafür interessiere. Er erzählt ja neben all dem, was Jörg Barbarowski gerade aufgezählt hat, auch noch davon, wie Kunst, Musik und Literaturmarkt entstehen, ein Markt für kulturelle Güter. Wenn kulturhistorische Bücher besprochen werden, haben Rezensenten immer eine Floskel, ist eine Fundgrube. Und hier hatte ich aber das Gefühl, ich greife in eine Wühlkiste. Und da finde ich Wichtiges und Unwichtiges nebeneinander und ich finde es schlecht komponiert. Weil man immer das Gefühl hat, die treffen dann Gounod, den Komponisten, die Helden. Warum wird mir jetzt noch Gounods Leben in diesem Augenblick in allen Einzelheiten erzählt? Dann springt er zum Nächsten und er hat überhaupt keine Frage an an sein Material. Und er hat auch keine Begriffe oder auch nur Metaphern, um das irgendwie zu kondensieren und zu sagen, warum es für mich interessant sein könnte, wie lang der Zug von Paris nach Brüssel 1846, damit beginnt er mit der ersten Fahrt, gedauert hat. Ich finde auch, er hat keine Sprache. Ob das an der Übersetzung liegt oder am Original, kann ich nicht sagen. Aber nur ein Beispiel, nicht nur in den Zeitungen florierte die erzählende Prosa, es kam auch zu einer Revolution im Verlagswesen. Da suggeriert die Satzkonstruktion eine Logik, die es einfach nicht gibt. Und ich kann eine Anhäufung von solchem Unsinn nur schwer ertragen. Und es ist an vielen Stellen in diesem Buch so, deswegen habe ich es dann irgendwann auch in die Ecke gepfeffert. Das Thema ist ungeheuer interessant. Das 19. Jahrhundert ist ein großartiges Jahrhundert. Und an der einen Stelle, wo er meinen Begriff bringt, ist er, glaube ich, falsch. Er nennt das kosmopolitisch und europäische Identität. Das sind so Wunschbegriffe. Das hat mit der Wirklichkeit des 19. Jahrhunderts nichts zu tun. Okay, ich wollte auch was vorlesen, das kann ich hiermit lassen. Also für mich gehört Feiges zu den Autoren, bei denen ich am liebsten die Rezensionen lese, weil die sagen mir, worum es geht. Das ist ein total sympathisches Unternehmen, finde ich, wenn jemand sagt so, ich erkläre euch jetzt mal, wie ist die Kultur entstanden des späten 19. Jahrhunderts, auf die wir uns heute im Wesentlichen beziehen, ja, was die Opernliteratur betrifft, die europäische Literatur, Turgenev, Tolstoi, so, und die Kunst, also da sind Maßstäbe gemacht worden, die kanonisch geworden sind. Und jetzt kommt jemand und sagt, ich erkläre euch jetzt mal, oder ich gebe euch jetzt mal auf Kleingeld raus, wie dieser Prozess stattgefunden hat, und ihr werdet feststellen,
der ist wesentlich materialistischer gebunden, als ihr gedacht habt. Es geht gar nicht so sehr darum, hat Verdi wirklich die besten Opern geschrieben, sondern es geht darum, dass Opern zu einem bestimmten Zeitpunkt eben mit Ausstattung sehr schnell transportiert werden konnten, dass der davon leben musste, weil es noch kein Copyright gab, dass es jedes Jahr eine neue Oper und so weiter und so weiter. Das heißt, die Kanonbildung und das, was wir heute relativ unkritisch verstehen als die höchste Kunst des 19. Jahrhunderts, wie die stattgefunden hat, das kann man da lesen. Woraus habe ich das erfahren? Aus einer Rezension. Warum? Oder aus 5 Rezensionen. Warum? Weil ich das nach 200 Seiten bin ich so ermüdet, weil ich das Gefühl habe, eben so ein Wimmelbild oder wie Jens Biske gesagt hat, man greift in die Wühlkiste. Das heißt, man wird, es gibt so eine Art Anekdotenschleuder, eine nach der anderen und die Szenen sind alle so ganz lebendig, man darf nicht so ganz genau hingucken, dann stößt man auf diese Sätze, wo man sich die verbliebenen Haare oder die rausgewachsenen Haare raufen will, aber das macht untergründig müde. Und das ist interessant, man wird so mit Stoff über, und man denkt sich, muss ich jetzt wissen, dass der um 13 Uhr am Nachmittag und dass die zusammen Kaffee und nicht Tee getrunken haben? Und einerseits denke ich dann als Nichthistorikerin, ich vermeide eine bestimmte Formulierung, bitte das zu wertschätzen, einerseits bewundere ich das immer, weil ich denke, das hat der irgendwo nachgeguckt oder nachgucken lassen. Da hat irgendjemand tatsächlich recherchiert, was diese Frau an diesem Vormittag angehabt hat. Aber da nichts daraus gemacht wird, ist es mir wurscht. Nach dem 7. Mal ist es mir egal, ob die Whisky oder Tee getrunken haben. Es ist ohne Bedeutung. Und das heißt, ich werde so mit Anschauungsmaterial praktisch zugeworfen, bis ich darunter zusammenbreche und dann lese ich doch lieber gleich. Es gibt eine Reihe von klugen Rezensionen zu diesem Buch, die ich nur empfehlen kann, weil die das alles sozusagen handlich zusammenfassen, so wie ihr das eben auch gemacht habt. Ja, das würde ich ähnlich sehen, dass das so ist. Das ist ein Anekdotenbuch und an vielen Stellen hat man das Gefühl, aus der Anekdote hätte man eine große Geschichte machen können. Ich nenne mal zwei. Das eine ist die Beschreibung einer der ersten Buchhandlungen in Charkow, heute im Osten der Ukraine, damals russisches Reich. Und da gab es zwei Buchhandlungen, schreibt er, eine französische und eine russische. In der französischen wurden die Bücher nach dem Inhalt berechnet, wie viel die kosteten. Und die Russen kauften Bücher in der russischen nach Kilo. Also man bestellte 3 Kilo oder 4 Kilo Bücher. Das wird aber einfach nur erzählt, ist aber natürlich eine fantastische Anekdote, die einem viel darüber verrät, dass Russland vielleicht doch etwas anders war als Frankreich oder Großbritannien zu dieser Zeit. Und dann ist es natürlich, alles andere wurde hier schon gesagt, es projiziert ein Europabild der Gegenwart in das 19. Jahrhundert. Und er kommt überhaupt nicht auf die Idee, dass der Kontakt auch zu Unangenehmen führen kann. Dass der Kontakt zwischen unterschiedlichen Kulturen, Nationen, sozialen Gruppen auch Spannungen erzeugen kann. Wer die Schriften von Alexander Herzen gelesen hat, wird, oder Bakunin, wird sofort merken, dass sie einen unbändigen Hass auf alles Deutsche hatten. Die verachteten das, sie verabscheuten alles, was mit Deutschsein zu tun hatte, weil sie das Empfinden hatten, das sei das Gegenteil von dem, was sie selbst sind. Und das ist natürlich ein Ergebnis dieser Kommunikation, der Verengung und der Verdichtung von Kommunikation, das jetzt, Wagner erwähnt er ja auch, der plötzlich überall herumtönt, dass bestimmte Musik jüdisch sei und nicht deutsch und sei abzulehnen. Das ist ein Teil von europäischer Kultur, die Wagner-Oper, aber man wird nicht sagen können, das sei ein Element kosmopolitischer Kultur. Das wird man eben nicht sagen können und deshalb ist der Nachteil an diesem Buch, dass es eben keine Frage hat, dass es keine Thesen hat und dass es aus seinem Stoff nichts macht. Das zweite Beispiel ist einfach Baden-Baden. Das fand ich großartig. Ich hatte sofort gedacht, er hätte jetzt ein Buch über Baden-Baden machen müssen. Über diese Gesellschaft, die sich da trifft, über die Villen, in denen die Engländer, die Franzosen und die Russen wohnen, die da hinkommen. Das, was die tagsüber machen. Das wäre interessant gewesen, daraus hätte man einen neuen Stoff entwickeln müssen, aber dafür muss man erst einmal eine Frage haben und es reicht nicht aus, mit einem Europabegriff der Gegenwart zu hantieren und dann zu zeigen, wie schön doch eigentlich alles gewesen ist.
Kurzum, schade. Das Buch ist zu lang, es ist geschwätzig über lange Strecken und ich habe es jetzt auch nicht bis zum Ende geschafft, gebe ich zu. Ich glaube, wir könnten das jetzt noch weiter vertiefen, das ohne zu einem anderen Ergebnis zu kommen. Dann würden wir denselben Fehler wie ein Zeichens machen. Und kommen zu einem ganz anderen Buch, aber auch dem Buch eines Historikers, Christopher Clark, Gefangene der Zeit, Geschichte und Zeitlichkeit von Nebukadnezar bis Donald Trump. Christopher Clark hat als Historiker etwas geschafft. Er hat interessante Forschungsergebnisse zu präsentieren und er ist zugleich ein populärer, von vielen gelesener Autor. Er ist in Deutschland vor allem bekannt geworden mit dem Buch The Iron Kingdom über das Königreich, dessen Namen ich nicht nennen darf. Und er hat dann mit den Schlafwandlern ein Buch über die Julikrise des Jahres 1914 vorgelegt, das ungeheuer heftige Diskussionen, vor allem in Deutschland, ausgelöst hat. Da hat man ihm vorgeworfen, er würde hinter den Forschungsstand der 60er Jahre zurückfallen, obwohl er neues Quellenmaterial erschlossen hat und in sehr dichter Beschreibung die Geschehnisse des Juli 1914 und die Folgen beschrieben hat. Dies ist leider kein durcherzähltes Buch mit einem Thema. Es ist eine Sammlung von Essays, Gelegenheitsarbeiten eines Historikers. Ich habe es mit Gewinn gelesen. Die Essays finde ich nicht alle gleich gut. Was mir zwei Beispiele für Essays, die mir sehr gut gefallen haben. Das eine ist ein Essay von Bismarck, Lernen. Da geht es um Dominic Cummings, den Berater von Johnson. Und der bezog sich immer auf Bismarck, einen der großen Autoren der deutschen Sprache und nebenher auch Reichskanzler. Und die Methode Bismarck wird hier so zusammengefasst: Suche die Provokation, meistere das Chaos, agiere unberechenbar, rekrutiere den Boss, trachte nach mehreren Zielen. Das ist eine Methode, die man aus der Literatur von Unternehmensberatung eigentlich kennt, wie er hier auf Bismarck schaut, also Unternehmensberater, etwa der Boston Consulting Group, lesen immer Clausewitz, um da etwas für ihr Geschäftsgebiet zu erfahren. Und er nimmt sehr schön auseinander, was das mit Bismarck zu tun hat und welche Folgen es hat, wenn man von Bismarck lernt. Es gibt dann zwei sehr interessante Rezensionsessays von ihm über Bücher zum Dritten Reich und eine Auseinandersetzung mit der Kritik an den Schlafwandlern. Und dann fand ich noch sehr interessant eine Fallstudie zum Fall des Generalobersten Blaskowitz. Das ist ein... Warum überrascht mich das nicht? Bitte. Ich darf das Wort ja sagen, Preußen. Ja. Dieser Generaloberst ist heute noch dafür bekannt, dass er 1939/40 als Befehlshaber in Polen die Polizei und die SS dafür kritisiert hat, für die Gewaltakte gegen die Zivilbevölkerung, für die Morde an Polen und an Juden. Und Clark nimmt sehr fein auseinander, wie Blaskowitz argumentiert, wie die militärische Führung reagiert hat und wie die politische Führung reagiert hat. Blaskowitz hat sich dann in Nürnberg, ich glaube am Tag vor Prozessbeginn, das Leben genommen. Soweit. Ja, für mich war das Interessante, diese beiden hintereinander zu lesen, weil ich den Clark eben so gerne gelesen habe. Und zwar, weil er das Gegenteil von Feiges macht. Also er wählt, entschuldigt, muss einmal, pardon. Es gibt ganz wenige Details. Und diese Details dienen immer dazu, eine These klar zu machen. Es ist eine ganz andere Art von Geschichtsschreibung, es ist eher ein Denken im Prozess. Ich lese das wahnsinnig gerne. Es ist nicht alles jetzt konzeptuell überraschend. Also man fühlt sich sozusagen wohl damit. Ja. In
guten Sinne. Es ist sehr anregend geschrieben. Er ist einfach ein sehr, sehr guter Autor, der seinen Stoff gut organisiert. Es stimmt immer, die Strecke stimmt. Es ist nichts belanglos. Es hat einen guten britischen Ton, so Understatement mit Ironie, lebendig, anschaulich, nicht zu viel, nicht zu wenig, nie doktrinär, nie so monadisch in der Argumentation. Deswegen habe ich das alles wirklich gerne gelesen und bei manchen Sachen was gelernt. Mir ging es auch so, dass die oder bei fast allem natürlich, bei meinen Voraussetzungen. Also ich habe den Bismarck-Essay sehr gerne gelesen. Es gibt auch eine, klar, das ist jetzt nicht so wahnsinnig überraschend, aber dann am Ende ist es eben sehr schön durchgeführt, wie er Kaiser Wilhelm II. Und Trump parallelisiert und dann wie diese beiden Typen beschreibt und der Kaiser, so viel darf man sagen, kommt besser dabei weg, weil er doch immerhin ein oder zwei wirkliche Interessensgebiete hat. Die dann genannt werden, sind aber wiederum so lächerlich, dass man sich darüber wieder amüsiert. Und es ist ein gut gemachtes Buch. Es ist kein großes, schweres Werk, aber es genügt mir vollkommen, wenn ich bei diesen 10, 12 Essays, wenn man davon 5 oder 6 sehr gerne liest, ist es doch gut. Und so ging es mir. Ja, als Historiker sehe ich das etwas anders. Weil ich finde es schade, dass das Buch so gemacht wurde, wie es gemacht wurde, weil ich Christopher Clark wirklich sehr schätze. Als einen großen Autor mit britischem Understatement, der etwas weiß, der seine Quellen kennt, der trotzdem bescheiden damit umgeht, der sehr umsichtig mit allem umgeht. Das hier hätte er nicht machen sollen. Ich weiß, er tritt jetzt im Fernsehen auf und er macht irgendwelche Comic-Serien und er ist jetzt auch Experte für die iranische Antike. Und das verführt irgendwann dazu, dass man wirklich alles, was man in der Schublade hat, verwertet und dass man jetzt auch noch was über Trump sagen muss. Das muss jemand, der ein Preußen-Historiker ist, nicht machen, finde ich. Hier kommt vor eine Laudatio auf Jürgen Osterhammel. Muss man nicht gelesen haben. Ein Nachruf auf einen britischen Kollegen, das braucht man im Grunde auch nicht. Die Nebukadnezar und die Machtgeschichte ist jetzt auch nicht so bedeutsam. Aber er ist da gut, wo er von seinem Fach spricht. Der Bismarck-Aufsatz ist brillant, das ist wirklich ein brillanter Essay, wo er irgendwie klar macht, das ist ja auch das Motto zum Beispiel russischer Außenpolitik in langer Tradition, man greift immer an, man provoziert die anderen. Warum? Weil alle müssen darauf antworten. Und man ist selber, der entscheidet, was die nächsten Schachzüge sind. Und das Intelligente an diesem Artikel ist, dass er sagt, naja, Bismarck war kein parlamentarisch gewählter Reichskanzler, der konnte das machen. Und der konnte die anderen provozieren und dann sehen, was tun die anderen. Und dann kann man Entscheidungen treffen, die er dann nicht emotional traf. Aber er provozierte die Leute. Der Aufsatz über Blaskowitz, finde ich geradezu genial, weil er mit großer Feinfühligkeit das Dilemma des preußischen Offiziers im Nationalsozialismus erklärt. Nämlich das Dilemma, das darin besteht, dass Blaskowitz auf der einen Seite ein Offizier alter preußischer Schule ist, der es nicht ertragen kann, dass Zivilisten, Leute, die sich nicht einmal an Aufständen oder Widerstand beteiligt haben, umgebracht werden. Und er schreibt dreimal, schreibt er an Keitel, Blaskowitz, was da passiert. Er kriegt keine Antwort, er schreibt dann nochmal. Und er schreibt nochmal, was hier in Polen geschieht. Und am Ende wird er dann zum Oberbefehlshaber in Polen und zur Strafe darf er am Frankreich-Feldzug nicht teilnehmen. Also man stellt ihn irgendwie kalt. Später ist er in Frankreich im Südwesten eingesetzt. Auch da weigert er sich, Terrormaßnahmen gegen die Resistance einzusetzen. Aber am Ende ist es eigentlich klar, dass die Alliierten ihn nicht anklagen werden. Er ist Zeuge in Nürnberg. Er ist Zeuge und sein Anwalt hat ihm gesagt, du wirst auch nicht angeklagt. Was dich an Kriegsverbrechen gar nicht beteiligt. Und er stürzt sich vom obersten Stockwerk im Gerichtsgebäude in den Tod, weil er es mit seiner Offiziersehre nicht vereinbaren kann, die Kameraden zu verraten, die da sitzen.
Und das beschreibt er auf eine sehr sensible Art, dass das genau das Dilemma war der preußischen Offiziere, dass sie sozusagen zur Geisel Hitlers wurden, weil diese beiden Seelen in ihnen steckten. Treue und Kameradschaft und das andere. Und das ist geradezu fatal gewesen, also für die Wehrmacht und ihr Offizierskorps, dass es solche Typen auch gab, die aber niemals sich am Attentat auf Hitler beteiligt hätten. Das hätten sie nicht gemacht. Und das fand ich ganz beeindruckend, dieses Porträt von dieser Figur. Und immer da, wo Clark über seinen Gegenstand spricht, fand ich ihn brillant, fand ich ihn sehr gut und wahnsinnig gut lesbar und interessant. Ja, Clark zeigt sehr schön, wie Blaskowitz im Grunde ein unpolitisches Offiziersbild hat. Ja, natürlich. Und deswegen mit militärischen Notwendigkeiten und aus Furcht darum, das Heer könne insgesamt verrohen, wenn man solche Gewalttaten richtig zulässt, genau. Und nicht aus humanitären Erwägungen gegen die Erschießungen, die Übeltaten, die Verbrechen der Wehrmacht in Polen argumentiert. Und er zeigt, dass dieses selbe Berufsbild, dieses unpolitische Berufsbild, Blaskowitz dann daran hindert, irgendwie mit dem ja. Widerstand Kontakt zu knüpfen. Die versuchen, Kontakt zu ihm aufzunehmen und sind völlig enttäuscht, was ja. für ein bornierter, in ihren Augen, genau. Offizier das ist. Ich würde dann gerne mit Clark diskutieren, wie ein solches politisches, unpolitisches Offiziersbild eigentlich noch durchzuhalten war für diese Offizierskaste. Die hatten ja 34 alle auf Hitler nach dem Tod Hindenburgs den Eid geschworen. Und im Grunde ist es unmöglich, sich eine vernünftig konstituierte Armee vorzustellen, die auf eine Person vereidigt ist. Das ist eigentlich so ein Mafia- oder ein Bandenmodell, auf eine Person vereidigt zu sein. Aber das ist jetzt nicht sein Thema. Ansonsten ist das ein sehr interessanter Aufsatz. Okay. Ja, dann kommen wir zum nächsten. Ich glaube, ich bin wieder dran Tokarczuk. Mit Tokarczuk. Erzählungen der Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk, die inzwischen zum Glück auch in Deutschland bekannt ist, hier vom Kampa Verlag verlegt wird. Die grünen Kinder, bizarre Geschichten heißt das Buch auf Deutsch. Es ist übersetzt von Lothar Quickenstein, Odpowiadania bizarne. Hieß ohne Obertitel von Kindern und Grün einfach eine, der Erzählband, der vor einigen Jahren in Polen erschienen ist. Ich will einfach den ersten Satz dieses Buches vorlesen und den ersten Absatz. Während eines langen Nachtflugs über dem Ozean erzählte der Mann neben mir von den Ängsten, die er als Kind gehabt hatte. Stets kehrte derselbe Albtraum wieder, in Panik schrie er auf, rief nach seinen Eltern. Und so beginnt diese Geschichte der Passagier, die man sehr gerne liest, die ich jetzt aber nicht weiter charakterisieren kann, weil im Grunde kann man über diese Geschichten nur allgemein sprechen, weil man sonst eventuellen Leserinnen und Lesern jeden Spaß verderben würde, wenn man verrät, worauf das hinausläuft. Diese Geschichte der Passagier variiert ein uraltes Motiv, dass man sich Sorgen macht um die Grundlagen, um die Fundamente des eigenen Ichs. Das kennen wir aus der Romantik, das kennen wir aus dem Stummfilm und so weiter. Ich habe dieses Buch sehr gern gelesen. Es weckt die Erzählungen, wechseln Schauplätze, es spielen immer an anderen Schauplätzen, oft zu Zeiten, wo man nicht genau weiß, wann, oder sie spielen im 17. Jahrhundert in den Weiten Polens, wo man sich auch im Regelfall nicht so gut auskennt. Hintereinander sie zu lesen, ist etwas anstrengend, weil sie immer damit ringt sozusagen unser rationales Selbstbewusstsein, dieses Gefühl, wir würden die Welt verstehen und wir könnten uns, weil wir sie verstehen, in ihr sicher und als Herren bewegen. Das versucht sie immer zu erschüttern und es gelingt ihr. Und wenn man das Thema hintereinander liest, dann hat das zumindest bei mir eher eintrübende seelische Effekte. Man kann sie aber
mit Pausen zwischendurch sehr gut lesen. Ich finde sie alle gut, bis auf die letzte Erzählung, die auch so lang ist, wo ein Kult beschrieben wird, bei dem es sich im Grunde um eine Umformung des christlichen Kultes handelt. Und da hatte ich das Gefühl, ich durchschaue zu schnell, worauf diese Erzählung hinausläuft. Bei den anderen ist es nämlich doch so schön, dass man fast bis zum Schluss nicht weiß, worum es eigentlich geht, was gleich passieren wird. Und bei einigen der Erzählungen, das sind, glaube ich, die besonders gelungenen, spielt Tokarczuk die ganze Zeit mit der Erwartung, die wir alle haben, auf eine rationale Auflösung und enttäuscht die dann. Bei Tokarczuk geht es mir immer so, dass ich es sehr gerne lese und dann aber auch bis auf manche Teile vom Plot wieder vergesse. Und bei der Frage, warum, bin ich bei der Antwort gelandet, dass es mit einer Erzählweise zu tun hat, die mich, während ich sie eben zur Kenntnis nehme, indem ich lese, genügend Band, um ihr zu glauben und ihr zu folgen, und dann aber doch zu wenig berührt, um mich nochmal und nochmal damit zu beschäftigen. Ich kann überhaupt nicht sagen, wie es sich im Original verhält. Sie hat sozusagen, die Übersetzer haben gewechselt. Frühere Übersetzerin hat, als sie den Nobelpreis bekam, angedeutet, dass sie den Eindruck hatte, dass Frau Tokarczuk an den Einzelheiten nicht so besonders interessiert ist, dass sie sozusagen lieber plottet, als sich um sprachliche Finessen zu kümmern. Ich fand das jetzt gut übersetzt, habe das gerne gelesen, und trotz alledem ist etwas darin, was mich fragen lässt, was will sie eigentlich? Und ich glaube, dass sie ein Programm hat und dass das Programm heißt, ich gehe zurück in eine Voraufklärung, eine europäische Voraufklärung oder an diese Grenzzeit im 17., 18. Jahrhundert, und ich spiele die Themen Zentrum, Peripherie, Rationalität und Magie immer wieder neu durch, um, wie Jens Biski gesagt hat, euch klarzumachen, ihr seid nicht die Herrscher der Welt und dass die Weisheit liegt sozusagen woanders. Und das alles ist dann im Detail so überraschend und manchmal auch so ironisch, dass ich das dann wirklich gerne verfolge. Und trotzdem bleibt, wie gesagt, etwas von mir nicht so, ich bin nicht ergriffen. Und im Grunde sind die Erzählungen oft aber auf eine wirkliche Ergriffenheit hin gebaut, auf ein Entsetzen, ein Erschrecken, ein aus der Bahn geworfen werden. Und das findet bei mir nicht statt. Ich merke nur, dass sie ist jemand, die sehr viel Wissen absorbiert und damit wirklich ästhetisch sehr gekonnt umgeht. Manchmal auch selbstironisch. Also in dieser einen Geschichte geht es, in der Titelgeschichte geht es unter anderem um den Weichselzopf, das sind diese Dreadlocks, die sie selber trägt und für die sie in Polen sehr angegriffen wird von der, sozusagen von einer bestimmten ideologischen Ausrichtung, die sagt, das ist sozusagen nicht wirklich polnisch. Und da geht es darum, dass sie klar macht, das hat es immer gegeben und das hat in unterschiedlichen Kulturen eine unterschiedliche Bedeutung, und das wird so ironisch durchgespielt. Ja, und for the time being lese ich das gern, und dann war es das auch. So. Ich teile diese Eindrücke auch. Also mir hat es auch gefallen. Ich habe das wirklich gern gelesen. Ihr wisst ja, ich bin sehr zart beseitet. Ich lese eigentlich nicht gerne Geschichten, die mich deprimieren. Mich an diese Geschichten deprimiert. Aber es ist ein gutes Zeichen, wenn sie diesen Effekt haben, dass sie etwas bewirken. Also mir ging es im Unterschied zu dir so, dass ich mir alle Geschichten merken konnte anschließend, weil sie mich deprimiert haben. Sie zeigen irgendwie die Ausweglosigkeit des Daseins. Das ist das, was sie macht. Sie zeigt einem, wir sind nicht die Herren und Frauen über unser Leben, sondern da ist noch was anderes.
was einen lenkt. Diese kleinen Geschichten, die sie erzählt über jemanden, der neurotisch wird, weil er ständig auf seine Socken schaut und geradezu wahnsinnig wird bei dem Gedanken, dass alle Socken eine Naht haben. Warum müssen alle Socken eine Naht haben? Und er läuft in einen Laden und fragt, ja, was das denn sein solle und warum ein Kugelschreiber plötzlich braun schreibt und nicht blau. Und es macht ihn geradezu wahnsinnig. Es sind diese kleinen Geschichten aus dem Alltag, die wir alle kennen, die Neurosen, um die sie herum große Geschichten konstruiert über das Leben, wie das Leben ist. Von einsamen Menschen, die in Wohnungen sitzen, die sich auf die Nähte ihrer Socken konzentrieren. Und dann gibt es diese wunderbare Geschichte, in der unschwer für den Kenner Moskau zu erkennen ist. Eine unwirtliche, laute, große Stadt, die keine Ampeln hat, keine Fußgängerüberwege. Und wenn ja, wird man auf ihnen überfahren. Und da gibt es einen unverkennbar amerikanischen oder britischen Wissenschaftler, der dort einen Vortrag hält und dort noch nie war. Und der dann, als er die Rolltreppe in der Metro herunterläuft, sieht, wie eine Frau vor ihm stürzt und sich eine große Blutlache ausbreitet. Ich erzähle es jetzt nicht weiter, weil die Geschichte ist wirklich gut. Danach entfaltet sich das gesamte russische Absurdistan in dieser Geschichte, in die dann dieser Mann, der überhaupt nicht versteht, was mit ihm geschieht, hineingerät. Und das macht sie auf überzeugende Weise zu zeigen, wie Menschen sozusagen Gefangene des Schicksals werden und aus einer Situation nicht mehr herauskommen und sie auch nicht unter Kontrolle bringen. Das, finde ich, macht sie gut. Die Übersetzung, das kann ich nicht beurteilen, wie gut die eigentlich ist. Sprachlich fand ich es jetzt nicht immer an allen Stellen wirklich überzeugend. Aber ich fand die Geschichten wirklich gut gemacht. Das sind philosophische Kurzgeschichten. Und mir haben die gefallen. Ich habe die sehr gerne gelesen. Und ich kann jetzt auch verstehen, warum sie den Literaturnobelpreis bekommen hat, warum andere das gut finden, was da steht. Also ich habe es gern gelesen, kann das nur empfehlen. Leider können wir hier den Ausgang der Geschichten nicht erzählen, sonst ist das Lesevergnügen weg. Ja, es gibt eine unglückliche Zweiteilung oft, dass man sehr viel realistische oder pseudorealistische Literatur hat und auf der anderen Seite so Genre-Literatur, Fantasy, ja. Science-Fiction und so. Da gibt es auch großartige Sachen. Und hier ist der Versuch, noch einmal nicht realistisch, aber auch nicht nach den Genre-Konventionen zu erzählen. Und das macht sie schon ganz gut. Gut. Très bien. Dann sind wir jetzt beim vorletzten Buch, Heike Behrendt, Menschwerdung eines Affen. Man könnte auch sagen Menschwerdung einer Äffin, weil hier wissen wir, dass die Geschichte einstweilen gut ausgegangen ist. Heike Behrendt lebt noch, ist Ethnologin, lebt in Berlin und hat ein Buch geschrieben, das man nicht als wissenschaftliche Autobiografie beschreiben kann, aber als eine Art reflektiver, autobiografisch ergänzter Bericht über ein Forscherleben. Und was es so interessant macht, ist einerseits das Material natürlich und andererseits, dass die ethnologische Literatur relativ reich ist an Rückblicken von Anthropologen, Ethnologen, die sich damit beschäftigen, was habe ich eigentlich getan? Und die mit einer ziemlichen Fassungslosigkeit und oft sogar einer depressiven Fassungslosigkeit nicht über ihre Irrtümer erzählen, aber über Regelbrüche, über Scheitern. Die Tagebücher von Malinowski sind berühmt geworden als sozusagen schwarze oder als Rückseite der alten Anthropologie. Es gibt die traurigen Tropen von Lévi-Strauss, wo er sozusagen über seine Arbeit und die Arbeit der Zunft den Kopf schüttelt und das Barbarische daran und auch das Widersinnige an einer wissenschaftlichen Arbeit in den Mittelpunkt stellt, die eben auf Paradoxien beruht, nämlich wir gehen in die Fremde und die Fremde soll fremd bleiben, während wir sie uns aneignen, durch Beobachtung. Und zugleich, was ja sozusagen die Heisenbergsche Unschärfe gilt ja auf jeden Fall mal sozial,
zu sagen, ich kann nicht jemanden beobachten, ohne durch meine Beobachtung die soziale Situation zu verändern. Es ist illusionär, dass ein Ethnologe, der ein unberührtes Volk besucht, dieses Volk beschreiben kann als unberührt, während er es beschreibt. Und mit dieser Paradoxie geht die Ethnologie seit 40, 50, 60 Jahren hochbewusst um, zum Teil sehr komisch. Für die komische Variante steht Nigel Barley, der Oxfordian. Traumatische Tropen. Das heißt, sie macht sich auch längst darüber lustig. Und jetzt kommt Heike Behrendt und zäumt dieses sozusagen fast totgerittene Pferd nochmal auf. Und sie macht es wahnsinnig gut, finde ich, weil sie ohne jede Eitelkeit, ohne jede Prätention immer klar macht, wer spricht. Hier spricht eine linke, feministische Berliner Forscherin, die nach Kenia und nach Uganda geht und das tut, was Ethnologen immer machen wollen, nämlich irgendwie ganz bisher unberührte Völkerstämme beschreiben. Das ist sozusagen das erste Kapitel. Oder eben hochbrisante Situationen aufzusuchen und das andere zu verstehen. Und dann beschreibt sie, was alles nicht geht und wie alles nicht funktioniert und wie sie in Wechselwirkung mit den Objekten, Subjekten ihrer Feldforschung gerät und wie sie das aufschreibt, wie reflektiert, mit wie viel Humor, mit wie viel Bescheidenheit, mit wie viel Anschauung. Das hat mich wirklich total begeistert. Soll ich das? Ich finde, das ist ein Buch aus den 90er Jahren. Das behandelt gewissermaßen Probleme, über die man hinaus ist. Nämlich die Frage, ob man, wenn man andere Menschen beobachtet, sich in sie hineinversetzen kann, ob man das kann, ob man ein anderer werden kann, indem man beobachtet. Dort hat ja Clifford Geertz schon vor 30 Jahren gesagt, nein, das kann man eben nicht, wir wollen keine Eingeborenen werden, indem wir beobachten, sondern wir machen eine teilnehmende Beobachtung und lernen dabei, indem wir das tun, auch etwas über uns selbst, indem wir etwas über die Kulturen der anderen erfahren. Das Problem ist aber, wenn man sich gewissermaßen selber beschreibt, während man das macht, muss man sich am Ende fragen, was kann man dann als Wissenschaftlerin noch sagen? Also welchen Erkenntnisgewinn kann man noch beziehen? Ich will es mal einem Beispiel in diesem Buch deutlich machen, an dem das sehr klar wird, wo sie sagt, die alte Ethnologie war kolonialistisch. Die hat sozusagen diejenigen, die beschrieben wurden, entmachtet, indem sie sie zum Schweigen gebracht hat. Und das, was jetzt geschieht, ist, dass man das andere in seinem Anderssein ernst nimmt, es zum Sprechen bringt, aber weiß, indem man es zum Sprechen bringt, bringt man es durch die eigene Forscherpersönlichkeit zum Sprechen. Das weiß man jetzt alles und reflektiert es. Und dann kommt an einer Stelle vor, wo sie beschreibt, wie sie Hexenkulte in Uganda untersucht und sie macht die sehr kluge Beobachtung, dass der Katholizismus damit viel besser umgehen kann, weil man da auch das Wunder noch eine Rolle spielt und weil es dort einen Exorzismus gibt. Und deshalb ist das irgendwie kompatibel, die lokalen Sitten der Hexenbekämpfung und der Geisteraustreibung und der Katholizismus. Und dann schreibt sie, ja, und daran kann man erkennen, das ist die Gegenwehr der Kolonialisierten gegen den Kolonialismus, in dem das umgedreht wird. Und sie selbst, also als Heike Behrendt, die dann sagt, ich bin aber Atheistin und ich finde das einfach Unsinn, sie wird jetzt in die Rolle des ehemaligen Kolonisators gedrängt, dem man dann eine andere Sicht aufzwingt. Und was sie hier zeigen, das wäre meine Kritik, dass das, was diese Ethnologen nicht sehen, dass das selbst eine kolonialistische Haltung ist, indem man diese Leute exotisiert und unterstellt, die seien an nichts anderem interessiert, als den Europäern zu sagen, wir verfolgen Hexen, weil wir uns gegen euren Rationalismus und eure Aufklärung wenden. Und das in die Falle läuft man hinein, wenn man das macht. Und damit kann man dann
schwer umgehen. Also am Ende, soll es auch genug sein, am Ende ist das Problem von solcher Ethnologie, dass sie gar nicht umhin kann, den anderen zu unterstellen, sie wollten oder dieses oder jenes aussagen. Und das Problem ist doch im Grunde, dadurch, dass ein Feldtagebuch geführt wird und jemand aufschreibt, was da geschehen ist, kommen die anderen ja gar nicht ins Gespräch. Also sie werden ja gar nicht. Entschuldigung, aber die reden ja gerade darüber. Das ist doch ein Thema. Naja, sie stellt sich hin und schreibt es auf. Und ja, sie sagen, was machst du da und was hat das für eine Funktion? Naja, was ich sagen will, sie schreibt auf, dass dieser Dialog stattgefunden hat. Das wissen wir ja gar nicht. Also wir haben ja zweierlei Probleme. Wir haben zum einen das Problem, dass der Ethnologe, genau wie der Historiker, der einen Text liest, das dem inneren Wort nicht nachspüren kann. Was jemand tatsächlich gedacht hat, das wissen wir nicht. Das ist ein hermeneutisches Problem. Aber es gibt hier ein doppeltes hermeneutisches Problem, weil wir selbst, die Leser, mit diesen Leuten nicht gesprochen haben, sondern wir erfahren über die Ethnologin etwas über einen Dialog. Und dieser Dialog, von dem sie berichtet, der ist doch wieder geprägt durch ideologische Vorurteile. Ich habe das Buch so gelesen, dass sie am Ende genau diese Situation darstellt, erzählt und zugleich reflektiert, ja. Nämlich bei einem Forschungsprojekt über Fotostudios in Kenia und wie diese Fotos in einer Kunstausstellung in Europa gezeigt werden und dann die Leute, die Künstler aus Kenia oder Fotografen aus Kenia im Katalog sehen, neben welcher westlicher Kunst sie dargestellt sind, in welchem Kontext sie jetzt sozusagen den Kolonisatoren, den Kolonialherren etwas entgegensetzen können. Und sie wollen nicht in diesen Kontext. Und genau die hermeneutischen Probleme, diese Verwicklungsprobleme, diese Spiegelprobleme, von denen Jörg Barbarowski gesprochen hat, sind das Thema dieses Buches. Und ich habe, das nimmt mich sehr für die Autorin ein, nicht den Eindruck, dass sie am Ende sagt, hier habe ich jetzt die Lösung, wir machen das so, sondern sie beschreibt, wie sich das Bewusstsein von diesem Problem über Jahrzehnte entwickelt, verändert hat, wie sie immer wieder versucht hat, damit umzugehen. Und am Ende bleibt ihr nichts als Kafka den Bericht eines Affen an die Akademie zu deuten und gar nicht mehr Feldforschung zu machen. Da ist eine große Ehrlichkeit und Resignation, glaube ich. Also die gibt nicht auf, aber doch eine immer wachsende Zurückhaltung in diesem Buch. Ich habe sehr viel gelernt über die Geschichte der Ethnologie, die ja immer charmant mit eingeflochten wird. Und ich glaube, dass sie diese Komplexität und diese hermeneutischen Probleme alle deutlich erzählt. Ich habe was anderes gemeint. Ich glaube, die Ethnologen können sehr viel besser ihre Forschungsobjekte zum Schweigen bringen, als es Literaturwissenschaftler und Historiker können. Warum? Warum? Weil wir alle zum Text zurück können. Da ist der Text und ich kann sagen, der Text muss so interpretiert werden und Jens Biskün und Elke Schmitter sagen, nein, so kann man das nicht machen, das muss man so machen. Und wir alle können zum Text zurück. Die gesprochene und erlebte Situation ist nicht wiederherstellbar. Ja. So, das ist das eine. Und das zweite ist, dass die anderen eben tatsächlich, weil sie selbst nicht auch Texte über die Ethnologen schreiben, sind sie nicht Teil. Nee, ich finde das, ich würde noch mal ernsthaft widersprechen. Also sie beschreibt, wie sie in den 90er Jahren eine Aktion gemacht hat, oder Ende der 80er, die heißt, die Afrikaner schreiben zurück. Also sie macht genau das, sie geht nämlich den nächsten Schritt. Sie macht interagierende Ethnologie. Sie sagt, ich habe mich nicht früh richtig ausgedrückt. Ich meinte jetzt das ganz konkrete Forschungsprojekt, über das sie schreibt, das Feldtagebuch. Und dann schreibt sie, was sie dort erlebt und was sie macht. In diesem konkreten Augenblick kann sozusagen der Text nicht zurücksprechen. Das geht nicht. Dass diese Leute dann auch irgendwas selber machen, ist klar. Ich meine, die Situation in dem Augenblick, wo interpretiert wird, sitzen wir drei am Text und können zu dem zurück. Diese Situation ist hier nicht gegeben. Aber ja, dafür kann sie nichts. Das ist nun mal was ich damit sagen will, dafür kann sie nichts. Das ist ganz klar. Aber sie geht natürlich mit einem Instrumentarium einer
ideologischen Haltung, einem Verständnis von der Welt daran. Und so schreibt sie auch die Gesprächssituation auf. Aber das ist ja kein Dialog. Ein Dialog wäre, wenn wir erfahren könnten, wie die anderen das wahrgenommen haben, wie sie beobachtet und befragt werden und das in einen Text münden würde. Das tut sie. Das wäre ja eine dialogische... Genau, also ich habe den Eindruck, genau von diesem Problem erzählt sie, was mich sehr für das Buch eingenommen hat, ist die nüchterne, ruhige Art, in der sie darstellt, welche Erfahrungen sie gemacht hat mit den Problemen ihrer eigenen Forschung. Sie erzählt sehr wenig über ihre Person, nur genau so viel, wie man wissen muss, um zu verstehen, mit welchem Instrumentarium, mit welchen vorgefertigten Bildern, mit welcher Perspektive sie ins Feld, also nach Uganda und Kenia geht. Und ich finde es sehr interessant, dass das das Buch ist, über das wir jetzt in eine Diskussion kommen, wie kann man sowas vernünftig machen, wo sind da die Probleme. Also offenkundig ist es dann doch kein Buch der 90er Jahre, sondern eines von Problemen, die uns bis heute beschäftigen. Und würdet ihr mir recht geben, dass das Buch anschaulicher und wahrscheinlich besser verständlich ist als unser Gespräch? Ja, auf jeden Wirklich Fall. Wirklich, ernsthaft jetzt? Ja. Weil, das sollte man vielleicht, ich habe das bei der Vorstellung... Du weißt doch gar nicht, wo unser Gespräch wahrgenommen wird. Wir können uns ja wieder darauf beziehen, indem wir das dann nochmal gemeinsam so anhören. Ganz genau. Aber ja, es ist nicht nein, so einfach, diese Feldstudien in 2 Minuten zusammenzufassen, weil es lange Erfahrungen sind. Genau, aber man muss wirklich sagen, das Buch ist viel weniger abstrakt und auch skrupulös, aber weniger abstrakt als unser Gespräch. Es ist auch die kompakte, sehr gut geschriebene Aufzeichnung von 4 Feldforschungen, die extrem interessant und different sind in Uganda und in Kenia, in sogenannten unberührten Gesellschaften und in modernen städtischen Ambiente. Ja, mich hat es nur an die Debatten der Alltagsgeschichte und Clifford Geertz erinnert. Das hat man als Historiker irgendwann in den 90er Jahren bis zum Erbrechen. Das war für mich nichts Neues, was ich da gelesen habe. Es ist unterhaltsam, man kann es gut lesen. Zum Schluss vielleicht noch die eine Geschichte, die ich richtig gut fand in diesem Buch. Da berichtet sie, dass sie in einem Ort wohnt, also ein Libanese, neben einem verrückten Engländer, der keine Zähne hat, ist dann auch ein Libanese, der ist mit einer ganz reichen Frau verheiratet, von der er nicht wegkommt, weil er von der abhängig ist. Die streiten sich jede Nacht und er nimmt den Ehestreit auf Tonband. Und abends trifft er sich mit seinen Kumpeln im Busch und dann hören sie sich einen Ehestreit an. Und das ist, das fand ich großartig. Wir haben Riesenspaß jeden Abend. Also sie kennt ihr Instrumentarium doch genau. Das ist eine richtig ist gute auch großartig, Geschichte. Wie sie immer einen Kannibalen sucht. Das ist ja. Und der Kannibale ist immer im nächsten Dorf, sagt man ihr. Also sie geht ständig zu Treffen mit Kannibalen, dann wird sie selber als Kannibalen verstanden. Und da gibt es ungeheuer viele interessante Es ist in jedem Fall gut geschrieben. Zum nächsten Buch, das ich zumindest aus ethnologischem Interesse gelesen habe. Ja, soll ich das mache ich oder machst ich du das? Ich glaube schon. Ne? Okay, oder dann mach du das doch. Ich mache es ganz kurz. Wir haben beschlossen, dass wir als 5. immer ein klassisches Buch der Literatur noch mal vorholen. Und ich glaube, dieses war dein Vorschlag, Ansichten eines Clowns. Und ich habe es auch gelesen, ich glaube, so kurz nach der Schulzeit. Das Buch ist ungefähr so alt wie ich. Und über das Buch kann man, ohne zu viel zu verraten, sagen, es ist konzeptuell ganz stark angelegt. Es ist die Beschreibung eines kurzen Abends. Ein Mann kommt am Anfang schon im Dunkelwerden im März nach Bonn, steigt aus dem Zug, fährt in eine Wohnung, die nicht besonders bewohnt ist, weil er Clown ist und immer unterwegs, geht in diese Wohnung, geht in die Badewanne, kocht sich was, telefoniert, bekommt Besuch und wenige Stunden später, also noch am Abend, wahrscheinlich 4 Stunden später, fährt er von der Wohnung zum Bahnhof, setzt sich auf die Stufen, nimmt eine Gitarre und spielt mit einem Hut vor sich, in dem eine Zigarette liegt. Und er hat
so gar kein Geld mehr, dass er noch nicht mal 3 Groschen in den Hut legen kann, um die Leute zu animieren. Und das ist sozusagen erzählte Zeit und Erzählzeit, um es so zu sagen, gehen radikal ineinander auf. Man braucht ungefähr so lange, um das Buch zu lesen, wie das Buch spielt. Ja. Und es geht um die alte Bundesrepublik, um Bonn, um die 50er Jahre, um die Nachkriegszeit und wahnsinnig viel um den Katholizismus und es geht um eine Liebesgeschichte, die traurig ist. Gut. Jens, bitte. Du hast es zum ersten Mal gelesen. Ich habe es zum ersten Mal gelesen. Es gibt eine lange Tradition, auf Böll zu schimpfen. Ich habe immer im Hinterkopf, dass in den 80er Jahren Besucher aus der Sowjetunion völlig Böll begeistert waren und immer nach den Böll-Büchern gefragt haben. Und ich habe im Hinterkopf, dass jemand wie Günther de Bruyne, den ich für einen großen Autor halte, auch mit Böll angefangen hat. Und so habe ich viele schlechte Sätze und Verse über Böll im Kopf angefangen, dieses Buch Ansichten eines Clowns zu lesen, mit dem festen Willen, es gut zu finden. Es ist mir nicht gelungen. Ich habe lange nicht mehr so was Muffiges, Selbstgerechtes, Langweiliges gelesen wie dieses Buch. Es ist, glaube ich, 63 erschienen. Da Please, Please Me, damit fangen die Beatles so irgendwie ihre richtige Karriere an und es wird für Kulturhistoriker interessant zu erklären, wie das beides nebeneinander hat bestehen können. Der Held ist ja ein junger Mann, der ist wichtig, ist ein Ich-Erzähler, der ist unter 30, der kommt aus einer reichen Familie, die sich im Dritten Reich durch einen gewissen Eifer, aber nicht durch Verbrechertum ausgezeichnet hat und der ist Clown geworden gegen den Willen seines Vaters. Er hat ein Mädchen entjungfert, das wird geschildert hier in diesem Buch, ohne dass sie viel Freude hatte, ob er Freude hatte, weiß man nicht. Und dann telefoniert er mit den Leuten, um Geld zu bekommen, weil sowohl seine Ehe als auch, sowohl seine Beziehung, muss man sagen, als auch seine Clownskarriere, die er für eine Künstlerkarriere hält, gescheitert sind. Und er lädt in langen Telefongesprächen immer seinen Mitmenschen die Verantwortung für sein Leben auf, legt ihnen sozusagen die Verantwortung für alles, was bei ihm schiefgegangen ist, vor die Tür. Das sind dann immer so Sätze wie, ich seufzte und sagte, Sabine, ich bin vollkommen ruiniert, beruflich, seelisch, körperlich, finanziell. Und er erhofft sich dann immer, junger Mann, unter 30. Und klingt schon wie jemand in der Midlife-Crisis. Und das Buch ist ja damals viel diskutiert worden. Da wird auch so ein bisschen an konventionellen Moralvorstellungen herumkritisiert. Aber wenn man sich das Frauenbild in diesem Roman mal anschaut, dann sind die wie die Geliebte des Vaters zu dumm. Seine eigene Marie, die ist auch nicht die hellste. Not the coldest beer in the fridge. Und yeah. Die sind ihm, und er schickt sie immer in die Küche, die machen immer was zu essen. Er legt allen die Verantwortung für sein Dasein auf, fährt aber nur erster Klasse, weil er es als Künstlerseele anders nicht erträgt, auch wenn das Geld nicht reicht. Und als seine Frau im Krankenhaus ist wegen Fehlgeburt, Abtreibung, da schaffen die das nicht mal als Paar, ein Gespräch darüber zu führen. Er hat auch kein Verständnis, er fragt nicht nach, aber natürlich sind die verstockten Katholiken daran schuld. Also Sie merken schon, ich finde es ganz furchtbar. Ich habe es ja vorgeschlagen, das nochmal zu lesen. Nicht, weil ich das Buch gut gekannt habe, sondern weil ich es im Alter, wie Elke auch, glaube ich, im Alter von 16 Jahren oder 15 Jahren, in dem Alter war, habe ich das gelesen, weil es damals in dem katholischen Milieu, in dem ich aufwuchs, kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen heute, wurde das mal ein ganz schwieriges Buch, also so unerhört, was der sich erlaubt hat, dieser Böll. Und dann hat man das mal gelesen und dann ist das in Vergessenheit geraten. Mir ist nur das einzige Witzige
der einzig witzige Dialog in diesem Roman in Erinnerung geblieben. Deshalb hatte ich es vorgeschlagen, wo also der Clown, also der Herr Schnier, mit Prälat Sommerville telefoniert und ausfallen wird. Ja, die Katholiken seien scheinheilige Heuchler und Zyniker. Und Prälat Sommerville antwortet: Ach, Sie sind Protestant. Nein, dieses ganze jämmerliche Gewissensgedusel von diesen Protestanten geht mir auch auf den Nerven. Ach, dann sind Sie also Atheist? Nein, Atheisten kann ich überhaupt nicht ausstehen, die reden dauernd über Gott. Und das hat mir sehr gut gefallen. Ansonsten stimmt alles, was Jens gesagt hat. Deshalb kann man das Buch im Grunde nur als Historiker oder Ethnologe lesen. Das ist eine Bestandsaufnahme der 50er Jahre. Und die Welt, die Böll beschreibt, die war eben so. Deshalb hat er sie auch so beschrieben. Wenn er über Sex spricht, dann spricht er nur, sie haben die Sache wieder gemacht. Und er hat die Sache auch gemacht. So waren die aber alle in diesem Milieu, das er beschreibt, dass man darüber nicht sprach. In diesem Milieu gab es den katholischen Filmspiegel. Dort gab es nicht die Beatles. Das war da alles abwesend. Ich kann mich daran sehr gut erinnern, wie diese Leute sozialisiert wurden. Und Böll will eigentlich zeigen, wie gruselig das ist. Das ist das, was ja, ja gut, das interessiert uns ja heute gar nicht mehr. Aber es ist ein Sittengemälde dieser Zeit. Und das hat damals Diskussionen ausgelöst, die wir heute gar nicht mehr verstehen. Dass das eine Diskussion ausgelöst hat, was er da beschreibt. Die Sexualmoral der katholischen Kirche, das Problem, dass dieser Vater von dieser Marie offenkundig ein Kommunist oder ein Sozialdemokrat ist, unerhört in Bonn. Diese Leute, diese Familie, die Schwester des Clowns noch im letzten Kriegswoche an die Front geschickt hat und die dann umkommt. Und die Mutter, die dann in einem amerikanisch-deutschen Komitee gegen Rassismus tätig ist und vorher noch von jüdischen Yankees geredet hat. Das alles wird da thematisiert, weil das damals die Leute bewegt hat. Ist es nicht eine unglückliche Entscheidung, alle diese Probleme, die du aufgezählt hast, in seelische Erschütterungen dieser komischen Hauptfigur zu verwandeln? Aber ich möchte euch was sagen. Ich habe jetzt mich damit noch, bevor wir uns hier getroffen haben, beschäftigt. Und alles, was du sagst, Jens, ist damals auch schon gesagt worden. Ja? Das heißt, die Schwächen dieses Buches, die darin bestehen, dass da jemand im Grunde gesellschaftliche Konflikte an einzelnen Figuren festmacht und das sozusagen nirgendwo ein Nagel eingeschlagen wird, an dem am Ende nicht ein Mantel hängt und das alles sich ausgeht und dass es wahnsinnig zurechtgefriemelt werden muss, dass es gibt sozusagen, die armen Leute sind immer gut und die reichen Leute sind immer Heuchler und das alles und das Ganze stimmt irgendwie, das ist so zurechtgezurrt, ja. Aber wisst ihr, ehrlich gesagt, ich habe das total gerne gelesen. Ich finde, man könnte es kürzer machen, das hat aber was damit zu tun, dass bei uns alles schneller geht und man fast jedes Buch kürzer machen könnte. Aber ich finde es wahnsinnig gut geschrieben, immer noch wahnsinnig gut geschrieben. Also und alles ist wahr an Klischees, an Moral und so, das stimmt. Aber du hast das Buch eben so beschrieben, als müsste dieser Held ein super Typ sein. Ist er eben nicht. Der ist narzisstisch, der hat sozusagen seine ideologischen Kämpfe, der macht alle Verantwortung. Der ist kein Sympathieträger, muss der auch gar nicht sein. Und das Ganze ist eben ein bisschen zurecht. Ich glaub nicht, dass das Milieu der 50er Jahre ist, sondern wenn das aus dieser Perspektive erzählt wird, dann ist das auch der Blick eines Menschen, der seinen eigenen Frust für das Maß der Welt hält. Und aber ich meine, dieser auch ein Held Teil hat von ja. Literatur. Ich meine, Thomas, wovon hat denn Bernhard geschrieben? Von nichts anderem. Der Held hier hat ja die Eigenschaft oder die besondere Begabung, hören zu können, riechen zu können am Telefon, wie es bei anderen riecht. Wie riecht dieser Roman Ansichten eines Clowns für euch? Er riecht für mich nach Bonawachs und Bohnensuppe. Aber das sollte er doch auch. Genau das ist es. Und ich kann aus eigener Erinnerung sagen, so sah das da aus in diesen Familien, die er beschreibt. Und man kann tatsächlich die muffige 50er Jahre wohnen und die Küche riechen, wenn man das liest. Und das hat mir dann wieder gut gefallen. Und in dem Milieu,
in dem dieser, natürlich ist das damals schon kritisiert worden in der Literaturkritik, das ist ja völlig klar. Aber es hat ein Milieu in Unruhe gebracht, nämlich das, was da drin beschrieben wird. Und ich kann mich daran erinnern, dass meine Mutter, für die war das eine Offenbarung, das da zu lesen. Ja, das war so eine Befreiung aus diesem katholischen Muff und dieser Umgebung, in der diese Leute sozialisiert wurden. Wenn man die Stellen liest, wo dieser Prälat Sommerwild vorkommt, man kann sich gerade diesen Mann mit dem Herz Jesu lächeln vorstellen. Vielleicht ist das... ist das für dich nicht so? Ich fand, dass gerade das, was du als einen großen Nachteil beschreibst, dass das hier, fand ich, ist eher ein Vorteil. Natürlich ist diese Welt furchtbar, die er beschreibt, aber ich finde die sehr gut getroffen. Und diese Szenen haben mir eigentlich gut gefallen. Aber wisst ihr auch, ob es jetzt gut oder nicht so gut getroffen ist? Aber die entscheidende Frage ist doch, liest man es gern? Und da muss ich doch sagen, ich vertraue mich doch einem Text an, wenn der melodisch ist, wenn die Worte gut sind, wenn sozusagen die einzelnen Sätze stimmen. Ich muss doch nicht sozusagen beurteilen, wie viel ist der von Kolportage und hat es wirklich so gerochen. Und das, also, finde ich, ist noch so. Ich habe mich gequält. Pass mal auf, ich soll euch mal einen Satz vorlesen, wo man sehen kann, wie Böll schreibt. Wenn dann einer anfängt, einen künstlerischen Menschen zum Künstler zu ernennen, entstehen die peinlichsten Missverständnisse. Die künstlerischen Menschen fangen immer genau dann von Kunst an, wenn der Künstler gerade das Gefühl hat, so etwas wie Feierabend zu haben. Das ist doch nicht schlecht, oder? Und mir hat das gefallen. Es kommt aber im Zuge eines langen Sermons über die Besonderheiten des Künstlers, den die Leute nicht verstehen. Gut, da ist dieser Satz ein Höhepunkt, das stimmt. Wir werden uns nicht einig, aber beim nächsten Mal werden wir... Aber ich bin jetzt schon gespannt auf das Buch der Jugend des Pioniers Jens Bisky, das wir hier zu lesen bekommen. Ich werde ein besonders dickes auswählen. Ja, wie immer danken wir Ihnen für die Aufmerksamkeit, die Sie uns geschenkt haben, und hoffe, dass Sie sich vergnügt haben heute Abend. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.